Was geht, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem Kanal. Gestern gab es ein Waffen-Update, was sich relativ interessant liest in den Patch-Notes. Wir werden uns das Ganze einmal anschauen, zusammen mit dem Livestream-Chat. Wir sind auch gerade live im Stream. Könnt gerne vorbeikommen. Erster Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das heute noch auf den, was haben wir denn, Donnerstagvormittag sehen wollt, den Livestream. Heute Abend Live-Event. Für Modern Warfare 3 Reveal Event. Wird sehr, sehr krass. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Heute 2 Streams. Der Grind ist real. Alles, was da zugehört. Genau. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt rund um Updates, alles, Informationen und so weiter und so fort, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Wir sind kurz vor den 20.000 Abos. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ist jetzt ein kurzes, knackiges Video mit den wichtigsten Informationen für euch. Und ja. Wir schauen einfach mal, was wird. Was wird? Aufgeregt sind wir nicht. Schauen wir mal. Generell gab es hier Bugfixes und den ganzen Bums. Aber was uns ja eigentlich interessiert, sind die Waffen. Wir haben hier einmal einen knackigen Chimera-Buff. Mittlerer Schaden wurde erhöht. Nackenmultiplikator und Upper-Torso-Multiplikator, Schadensmultiplikator wurden erhöht. Chimera, ja, wurde ja jetzt schon vor dem weiteren Buff viel als Sniper-Support gespielt, unter anderem auch von einem Call of Duty-Spieler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Stylus, weil ob man den jetzt als Maßstab nehmen sollte, ist die Frage, aber ich würde die Chimera jetzt, glaube ich, auch nochmal auspacken, so für ein kleines Zwischenvideo und ZW. Das gleiche geht auch zu der FFAR, zumindest, beziehungsweise zu der FR Advancer. Die hat nämlich auch, ja, ein paar Sachen wurden genervt, aber allgemein einen knackigen Buff bekommen. Der maximale Schaden wurde zwar verringert, aber dafür wurde der Close Mid Damage Increase, also der mittlere, die mittlere Schadensreichweite wurde erhöht. Nicht die Reichweite, sondern der Schaden wurde erhöht. Der Headshot Multiplikator, der Nackenmultiplikator wurde erhöht. Ja, die Multiplikatoren, wenn du die verschiedenen Körperregionen triffst, wurden verstärkt. Das gleiche auch mit dem Upper und mit dem Lower Torso, also Bauchregion. Bin ich mal gespannt. Ich habe halt vorher gehört, dass die FFAR jetzt ganz nice zu spielen sein sollte, aber nicht wirklich sehr, sehr stark ist oder wirklich krass ist. Und jetzt könnte man die nochmal ausprobieren. Also ich werde mich da mal dran setzen, genauso wie mit der Chimera. Lachmann 556 hat einen Headshot-Multiplikator erhöht bekommen. Ich muss generell uns jetzt dazu sagen, ich bin nicht so ein Freund davon, wenn die Entwickler, ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare oder hier in den Livestream-Chat jetzt reinschreiben, wie ihr das seht. Ich bin nicht so ein Freund davon, wenn die so viel mit den Multiplikatoren arbeiten, weil ich bin generell in Warzone 2 überhaupt kein Fan von dem Headshot-Multiplikator. Ich finde es einfach komplett verquatschtes System, weil irgendwie das sorgt irgendwie dafür, dass du zu oft zu random stirbst. Ja, wenn einer zufällig einen Headshot connectet, bin ich kein Fan von. Ja, aber seit Release von Warzone 2 arbeiten die mit diesen verschiedenen Multiplikatoren. Jetzt ist ja auch letztens irgendwie aus dem Nichts irgendwie so ein Limp-Damage-Multiplier gespawnt. Keine Ahnung, wo der herkam. Kurzen Ausflug gehabt, aber long story short. Lachmann 56 Headshot-Multiplier erhöht. M16. Maximaler Schaden erhöht. Close-Schaden erhöht. Also Close- bis mittlerer Schaden erhöht. Und hier haben wir den Limp Damage Multiplier, wurde auch erhöht. Interessant. M16 habe ich, glaube ich, noch keine einzige Runde unironisch gespielt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird auch dabei bleiben. Man sieht ja immer hier nicht genau die Zahlen, um wie viel Prozent es sich erhöht hat. Und selbst wenn man Zahlen hat, kann man sich auch auf die nicht verlassen, weil alles unkonstant ist in diesem Spiel. Was soll ich dir sagen, Bruder? Elfdeck Regan hat einen Buff bekommen, maximaler Schaden wurde erhöht, maximaler Schadensreichweite wurde erhöht. Lachmann 762 hat auch einen Limb Damage Multiplier erhöht bekommen. Die SO14 wurde verstärkt, der Headshot Multiplikator, der Nacken Multiplikator und der Upper Torso Multiplikator wurden erhöht. Generell ein Update, wo viele Waffen verstärkt wurden, außer die Tech V. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnert, als die Season 5 rausgekommen ist, wurde irgendwie auf die Crone draufgespuckt ohne Ende. Da stand auch eigentlich genau das Gleiche. 1:1, ihr könnt euch die Patch-Notes von Season 5 nochmal anschauen, da wurde die Crone auch so krass genervt. Alle dachten, die ist unspielbar und jeder hat die Crone weitergespielt oder die meisten. Ich für meinen Teil habe dann auf die Tech V gewechselt und die hat jetzt auch diesen miesen Nerf bekommen. Ja, Schadensreichweite, Close Range, Mid Range, mittlerer Schaden, Close Schaden, minimaler Schaden, Damage Multiplier, Upper Torso, Lower Torso, Limb Multiplier, alles wurde genervt.
Muss man mal testen. Hier stehen wieder keine Zahlen. Laut J-God braucht man jetzt wohl irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Kugel mehr für die gleiche TTK. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Er hat wohl so da schon was ausgerechnet, aber ja, man muss dazu sagen, wir leben leider nicht mehr in einer Warzone 1-Zeit, wo man mit diesen Stats sich da irgendwie drauf verlassen kann. Deswegen spielen ja auch TTK-Charts keine wirkliche Rolle mehr. Man muss es wirklich einfach spielen. Ich kann euch nur mitteilen, dass sie stark genervt worden sollte. Also das sieht nach einem starken Nerf aus. Wie stark der Nerf jetzt sein wird beim Spielen, das muss man selber ausprobieren. So, Marksman Rifles, Lockwood wurde auch ein bisschen verbessert, auch einen Buff bekommen. Gott sei Dank haben die Shotguns wieder einen Buff bekommen. Habe ich hier Nerf gesagt? War ein Buff. Eine Increase, wurde alles verstärkt. Mid-Damage wurde verbessert, bis Far-Damage, also Reichweite, wurde auch verstärkt. Close-Schaden wurde die Reichweite erhöht. Lockwood wurde auch verbessert. Mittlerer Schaden, Close-Schaden, maximaler Close-Mid-Schaden. MX Garden wurde auch wieder verbessert, nachdem die jetzt einmal verbessert, dann genervt, wieder verbessert wurde. Und damit das Interessanteste, Fennec. Die Fennec. Fennec Back? Fragezeichen? Weiß man nicht. Aber maximaler Schaden wurde erhöht, Close mit Damage wurde erhöht, minimaler Schaden wurde erhöht. Also ein sogenannter Back-to-Back-to-Back-Buff. Interessant. Ist halt die hohe Feuerrate 45 Schuss immer noch die Frage. Aber ich fände es mal witzig, weil wir hatten ja jetzt schon sehr, sehr lange die MP5 als Meta. Wenn die Fennec jetzt wieder besser wäre, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Signal 50, Neck-Multiplier wurde verringert und Upper-Torso-Multiplier wurde verringert. Mal schauen, wie viele Schüsse man jetzt braucht. Wenn man jetzt mehr als safe 2 Schüsse braucht für einen Knock, dann lohnt die sich wahrscheinlich nicht mehr. Und bei der ISO wurde die Blackout-Munition noch verschlechtert. Ja, dann wurden noch ein paar Bugs gefixt und das war's schon. Das war das kleine Waffen-Update hier auf den Donnerstag. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Nerfs und Buffs haltet und was eurer Meinung nach jetzt Meta ist und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon gespielt habt, wie sich die Waffen angefühlt haben. Lasst eine positive Wertung, kostet ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.